Was zum Geier, Doktor? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, Leute. Es passiert, Leute. Es passiert. Howdy, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Ich freue mich sehr, dass du wieder am Start bist bei diesem neuen Video, Leute. Und ich will gar nicht so lange rumschnacken, denn die Pinkertons suchen uns jetzt hier in diesem Haus von unserem Lager oder unserem, ja, damaligen Lager. Dann würde ich sagen, Leute, Arthur ist angeschlagen. Gerne einen Fact, da lasst uns gefallen mit jedem Video. Danke an jeden Like, an jeden Kommentarschreiber. Kuss an euch alle hier. Da würde ich sagen, schnacken wir nicht so lange rum hier und erledigen wir die Pinkertons. Diese verdammten dreckigen Schweine, verzieht euch hier, Alter. So, du bist der Erste hier, du Idiot. Immer diese Pinkertons. Friss das hier. Bäm! So, der Erste ist tot hier. Gib mir mal deine abgriffene Double-Action-Revolver, ist der geil? Ich glaube, ich behalte doch lieber meine Volcanic-Pistole. Ja, das ist doch ein bisschen besser hier. Auf jeden Fall. So, hast du geiles Zeug, du Pinkerton. Du solltest auch ein bisschen reich sein, oder? Ja, ein Dollar in der Tasche. Das geht schon mal klar hier. So. Jetzt noch die anderen hier. Wo sind die anderen? Sind die hier unten oder oben? Ich glaube, die sind unten. Genau, die sind unten. Da würde ich sagen, wir zücken mal das Messer einfach und stechen mal ein, zwei Offiziere mal ab. Hab's nicht gesehen oder wie? Was du Idioten, Alter, frisst das hier, du Idiot. Du bist jetzt 12. Bam! Ein Stich in den Rücken. Was machst du denn? Oh, hey, was geht? Stopp, Junge, du Idiot. Eieiei. Verzieht euch, ihr Pinkertons, Mann. Dreckschweine. Suche im Erdgeschoss nach Spuren der Bande. Vielleicht irgendwo einen Brief. Oder irgendwo ein Hinweis, wo sie hingelaufen sind zusammen. Irgendwo muss es doch sein, ey. Irgendein Hinweis oder so, ne? Ich denke, es ist nicht allzu offensichtlich und... Die Wassermelone ist verrottet. Oh, schade. Ich mag Wassermelonen, muss ich sagen. So, würde ich sagen, Adelbeck hier. Da suchen wir erstmal nach Hinweis, wie gesagt. So, was ist hier so Schönes? Gar nichts. Was ist hier? Hier muss doch was sein, oder? Komm schon, Alter. Irgendein Hinweis, irgendein Brief, irgendeine Karte oder so. Irgendwas Brauchbares. Aber ich glaube, die haben hier nichts drin, ey. Hier vielleicht? In dem Raum? Hier oder so? Irgendein Buch oder irgendwo am Kamin oder am Klavier? Da ist eine Uhr. Ist die Uhr was Gutes oder einfach nur Schmuckstück? Eine Platin-Taschenuhr. Okay, okay, okay. Das, glaube ich, hat doch ein bisschen an Wert. Hier waren Fußspuren. Ah, hier. Untersuchen, ein Brief. Aber hier ist noch irgendeine Waffe, sehe ich gerade. Ist das eine gute Waffe? Ah, nee, die ist oben. Ach, nee, es war die Waffe von diesem Pinkerton-Soldaten. Oder von diesem Polizisten, sage ich mal. Von dem Agenten hier. Da würde ich sagen, lesen wir mal rein hier im Brief. Wo seid ihr? Dear Uncle Tacitus, I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that. And you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We have gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them. In Lacay, a small village just north of Saint Denis. It's buggy and muggy, but apparently neither is too bad at this time of year. Please come see us when you can. Yours sincerely. Hey, Sadie, du Pfeifett Girl, Alter. Sehr, sehr Pfeifett, ist hier noch irgendwas zum Lesen? Ah, das ist der ganze Brief hier. Well, thank you. Okay, okay, wir wissen jetzt also, wo sie sind hier, die Bande. Genau, genau, also Sadie ist jetzt Pfeifett, ne? Sie schreibt nicht so von wegen, ja, ey, Afa, wir sind jetzt hier weggelaufen von hier, du musst uns hier finden, in dieser Adresse oder in diesem Ort, komm schnell zu uns und so. Ja, Sadie weiß genau, was hier abgeht, ne? Und sie hat es auch dementsprechend so geschrieben. Pfeifett Sadie. Auf jeden Fall Pfeifett hier. Okay. Da würde ich sagen, ab zu Lacay, oder? Wo ist denn mein Pferd hier? Das ist das Pferd von diesen Pinkertons, aber mein Pferd ist fort? Ne, mein Pferd ist nicht fort, mein Pferd ist doch hier, Spiel.
Aber wo ist Jackson? Wo ist Jackson? Mein altes Pferd, mein richtiges Pferd, mein alter Freund. Ich hoffe, es kommt zurück, ey. Oder meine Sachen kommen auch zurück irgendwann, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich krieg das nicht mehr wieder, oder? Wäre auch ein bisschen unrealistisch, denn wir haben ja alles im See verloren, im Meer. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Ja, ich weiß nicht, ich hab so viel Geld gehabt, so viele Sachen, ey. Ich hatte so viele Schmuckstücke, ich hatte so viele Tonicas, ich hatte so viele Waffen und es wäre doch schade, wenn alles wegfallen würde, oder, Spiel? Findest du nicht, Spiel? Ach, armer Arthur. Aber man sieht auch schon an seinem Gesicht, ey, ihm geht's gar nicht gut, ey. Ihm geht es echt gar nicht gut, leider. Und da reitet Arthur hin zu Lake Yay. Ja. Und da mal sehen, wie es denen geht, in diesem einen Lager. Wir reiten weiter, yep, würde ich sagen. Und die Grafik schon wieder, ey. Die Grafik. Wie geil sieht das bitte aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Das ist so unfassbar geil. Hier, oder? Ja, wenigstens haben sie Häuser. Das ist auch nicht so schlecht, aber... Wir sind back, Leute. Wir sind back. Ich sehe da, glaube ich, Pearson, Arthur, Abigail, Arthur, und Sadie. Oh, you're alive. Just about. Come inside. Come on, it's raining. Hey, everybody, look who's here. How y'all doing? Hey, old man, wake up. Hey, Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. Schön. Schön, wie sie ihn aufgenommen haben und jetzt kann er auch mal was essen hier. Eieiei. Oh. Yes, I got you. Okay. Hey! How'd you folks find each other? What happened? Can somebody get me a cup of coffee or something? It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler, we owe you. Yes. 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 Thank you. It's been real hard, Dutch. We've been surviving, but only just. What we gonna do? Things have been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Die Untertitel sind gerade ausgegangen, also der kam gerade rein und hat gesagt, ey, ich habe euch die ganze Zeit gesucht und ich will jetzt ein Getränk haben. Sadie meinte, nein, ich habe kein Getränk, hol dir selber eins. Ich hoffe, jetzt gehen die wieder an, die Untertitel. Now sit down. This is Agent Milton with the Pinkerton Detective. Oh nein, bring die einfach um. Give them to a count of five, then give them everything. Actually, let them have it. Du dreckiger Stück Scheiße, Alter. Eieiei, Ja, ja, ich fuck, die kriech. Die haben sogar ein Maschinengewehr, diese Knechte. Ach du Scheiße, Alter. Schnell, einfach kriech. Oh, Junge. Aber warte mal kurz. Haben wir so Sachen wieder bekommen, Leute? Unsere alten Sachen wieder? Haben wir die wieder bekommen, Leute? Let's go, aber unser Geld ist immer noch... egal, scheiß drauf das Geld, Alter. Leute, wir haben unsere Sachen wieder, Leute. Wie geil, Leute. Wir haben unsere Sachen wieder.
Aber egal, Leute. Wir haben noch ein anderes Problem hier. Die Pinkertons. Ja, deswegen schnell. Aber Sadie ist auf jeden Fall eine gute Frau, ey. Auf jeden Fall. Ich mag die echt, Mann. Ich mag die wirklich sehr. Das ist schon mal klar. Aber Mr. Milton muss sterben. Das ist auch klar. Ja, ja, ich folg dir, Sadie. Ich folg dir. Mach einfach. Ich folg dir einfach. Komm, schnell. Okay, okay, okay. Let's go. Rasieren wir die weg, Leute. Friss das, du dreckiger Bastard, Junge! Bam! Let's go! Hier, wo ist Milton? Wo ist Milton? Wo ist Milton? War das Milton hier links oder wie? Oder wer war das hier? So, friss das jetzt mal. Auf. Auf. Hört's auf, ihr Schnauzer Idioten, Alter. Bam, Junge! So. Zack. Bitte treffen, aber. Let's go. Sehr geil. Der sieht das ein bisschen wie. Ich sag jetzt lieber nicht hier. So, bam. Wie viele? Nein. Scheiße. Oh, ne, nice, Sadie, nice. Haben wir es jetzt hier endlich, oder wie? Haben wir es jetzt hier? Zeuge Sadie und Bill. Oh, ist eine ganze Armee am Start, Leute. Ist eine ganze Armee am Start, ey. Ist eine ganze Armee am Start, ey. Scheißen Dreck. Let's go hier. Aber haben wir Milton jetzt getötet, den Idioten, oder lebt er noch eigentlich, Herr Milton? Ich hoffe, der ist gestorben, Alter. Der geht mir so auf den Sack, ey. Machen wir ganz kurz. Wir nehmen die beiden Waffen lieber. Let's go. Bam, Junge. Die sind so geile Kombination, Leute, ne? Die sind so fucking geil, Mann. Boah, gönnt euch mal die Waffen, Leute. Alter, Walter. Das ist so verdammt nochmal geil. Bam, Junge. Idiot, Junge, stirb. So, haben wir jetzt alle hier, oder wie? Na, da ist noch einer, glaube ich, in der Nähe. Na, da bist du auch noch kleiner. Du bist auch schon sofort wie tot hier. Wo bist du? Ah, hier. Bruder, jetzt ist er tot. Okay, haben wir es jetzt hier endlich? Nein. Du bist so mutig, ne? So, jetzt geht's aber. Wie gibt es so Maxim Maschinengewehr? Oh. Da geht mein Herz schon gerade ein bisschen auf, die Leute. Dann hab's ein Maxim Maschinengewehr. Drauf hier. Let's go, Leute. Aber... Ava? Ah, jetzt, sie geht doch. So, bam! Alter, Falter, Junge. Sein Kopf ist weg. Sein Kopf ist auf jeden Fall weg, ey. Eieiei. Boah, Junge. Das ist auch ein bisschen dumm, ne? Die holen die Maschinengewehre. Hä? Alter, aber ich kann den ganzen Kopf dann wegschießen. Man kann hier alles wegschießen, aber viele sind das denn hier auch schon wieder hier bei den Pinkertons? Eine ganze Armee ist hier am Start. Rennt weg und verzieht euch. Wir hatten wie die Maxim Maschinengewehrwaffe, Leute. Die ist sehr praktisch im Krieg. Wir sollten die behalten und immer mitschleppen, ey. Das ist so geil, Mann. Aber ist jemand gestorben? Ich hoffe nicht. Und er hustet und hustet und hustet. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier, you and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now, please, gentlemen. Sorry. What next, Dutch? We just need some time. I need some time. Now, we can't go east, because then we'll be in the ocean, so we're gonna have to go north, I guess. I just need somebody to buy me some... Goddamn time, one of you. You'll figure it out, boss. You always do. What are you gonna do about John, Dutch? John? He's in jail. We'll get him. Abigail, just not yet. There's talk of hanging him. It's not gonna come to that. Dutch! Not now, miss. Not now. I'm begging you to. They're gonna hang him and break my... The boy's heart. Please, do something. We will. Okay, I'm gonna go figure out how we rescue this bastard. Now? Yes, now. Maybe at Doyle's Tavern on Million Avenue. Okay.
Boah, was Gesicht, ey. Das sieht gar nicht gut aus. Und sein Husten da vorne, das war auch sehr, sehr auffällig, ey. Ah, Mann, ey, das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Das gefällt mir gar nicht, ey. My Lord, what a goddamn mess. Everything. Not sure what happens next. Whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we've gone through. Ja, das ist klar. Und wir haben Jackson wieder, Leute. Wir haben alles wieder. Und auch unser Geld. Yes! Wir haben auch unser Geld wieder. Wir haben alles wieder. Oh, Spiel, dankeschön. Das ist zwar unrealistisch, aber das ist mir sowas von egal. Dankeschön. Dankeschön, Alter. Wir haben wieder so viel Cash, Leute. Wir haben wieder alles gefühlt, was wir brauchen. Aber, ja, Arthurs Zustand, ne? Nicht so nice, nicht so nice. Echt nicht so nice, ey. Da würde ich sagen, Leute, gehen wir erstmal nach Saint-Denis. Oh, warte mal, hier ist jetzt eine Vorführung. Ah, hier ist eine Vorführung für seinen Elektrostuhl, Leute. Ich habe heute auch mal einiges geplant in der Folge. Ich würde sagen, wir machen erstmal diese Sache mit dem Professor. Dann mal sehen, wie das aussieht mit dem Elektrostuhl, ob es klappt oder nicht klappt. Ja, da würde ich sagen, reiten wir nach Saint-Denis. Und vielleicht kaufen wir was Neues. Und wir können auch zum Hehler gehen und mal unsere Sachen verkaufen. Wir haben so viele Schmuckstücke im Inventar. Das sollten wir auf jeden Fall mal tun. Oder wir spenden es an einem Lager. Wir schauen, wie es wird einfach, Leute, okay? Würde ich sagen, reiten wir jetzt mal nach, Saint-Denis erstmal schnell mit dem Jackson. Oh, Jackson, hab ich dich vermisst, Kleiner. Hab ich dich vermisst. Und Charles, da auch hier, stimmt, Charles. Was geht, Charles, Mann? Der hat sich einmal geopfert hier in Saint-Denis am Hafen. Ja, und er hat's rausgeschafft. Das ist auch sehr, sehr gut hier. Würde ich sagen, Leute, wieder back on track. Wieder hier in diesem alten Gebiet. Dann würde ich sagen, ab zu Saint-Denis. Ich bin wieder back, Leute. Ich bin wieder back hier. Kann ich hier rein, Mister, oder... Hey, was geht, was geht? Hier, ich darf rein. Okay, ich darf rein hier. So, wo ist denn die Aufführung? Das ist nicht die Aufführung. Nein, 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 nein. Das ist doch ein anderes Gebiet, Leute. Ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen, aber das ist noch eine Mission hier in diesem botanischen Garten. Ist es, glaube ich, sogar gewesen. Können wir alles mal auf jeden Fall abchecken, wenn die Zeit reif ist. Aber wo ist jetzt die Aufführung? Die müsste jetzt hier sein, oder im Park, links oder so? Ich hoffe mal, dass es hier... Oh, ein Friedhof. Oh, scheiße, ich bin ja ein bisschen zu früh ausgestiegen von meinem Pferd. Ne, hier. Wir sind da, Leute, wir sind da. Wir sind da, hier. Professor, bin ich mal gespannt, ob hier alles funktioniert hier, ne? Der Arme, ey. Einfach als Versuchskaninchen. You're going to be in a better place. Stay calm. Breathe deep and repent. Alter, und alle schauen noch zu, ey. Eieiei. Ladies and gentlemen, behold the calm removal of this man's existence. Incredible! He's nearly dead. So humane. Oh. Oh. Das ist nicht human. His life may have been troubled, but his passing is peaceful. Kill him already. Was so ein Geier, Doktor. Somebody shoot me, please. Sag nicht, es ist auch gestorben, der Professor. Oh, let's get up. You don't seem overly humane to me. I think it's mighty fine. Ist der jetzt ernsthaft auch gestorben? Ist der ernsthaft auch gestorben, der Doktor? Nee, der nicht dein Ernst, oder? Professor Bear, wir können ihn plündern. Wollen wir auch kurz plündern, Leute? Wir machen das mal ganz kurz. Ich hoffe, das wird es nicht. Bauplan für einen elektrischen Stuhl, goldener Ehering. Dokument untersuchen. Warte mal ganz kurz.
Warte mal ganz kurz. Das glaube ich, ist sogar eine ganz gute Sache. Aber der ist einfach jetzt wirklich gestorben, der Doktor. Ja, das war jetzt noch nicht so geil. Das war jetzt noch nicht so geil. Hier, Bauplan für einen elektrischen Stuhl. Professor Bells Bauplan für einen elektrischen Stuhl. Was steht da drin? Elektrischer Stuhl. Ja. Ist okay, ist okay. Ja, alles nur um sowas zu sehen, Leute. Ein toten Erfinder und ein toten Versuchskaninchen, der auch sehr, sehr qualvoll gestorben ist, ne? Naja. Ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Ja, würde ich sagen, Leute, ich habe noch eine kleine Quest hier am Start, die mir mal gesagt wurde. Deswegen müssen wir erstmal zu einem bestimmten Standort gehen. Und da würde ich sagen, ich werde das reinschneiden hier. Da würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann gleich. Oh nein. Oh nein, Leute. Es passiert, Leute. Eines der schockierendsten Stellen, für mich zumindest, in der Videospielwelt. Mister, are you okay? Bedingt. Mir geht's bedingt gut, Bruder. Are you okay, Mister? Nein, mir geht's nicht gut, Mann. Mister, you don't look so good. Let's get you to a doctor. Aber Ehrenmann, es uns hilft, ne? Richtiger Ehrenmann, Come on, it's not far. Just down the street here. Obwohl man alles probiert hat, um das hier zu vermeiden, aber keine Chance. Give me a minute. Boah. I'll be fine in a minute. Das ist so traurig, ne? Das ist so traurig, Leute. Das ist so traurig, die Stelle, ne? Für mich, eins der traurigsten Stellen aller Zeiten. Danke, Ehrenmann, danke schön. Thank you so much. Dann ab zum Doktor, würde ich sagen. Die Wege trennen sich. Oh, Mann. Man sah schon, Arthas Gesicht war völlig blass und einfach saukomisch und ruiniert. I need a doctor. Oh, just one second, sir. Danke, danke. Come in. Hey, Doktor. Mister, I need some help. And so it seems. And that's Doctor, Mister, to you. Ah, setzen. I was joking. Look, friend, I don't mean nothing, but you got money? I mean, before I start treating you, because I got a family. Yeah, I understand. Here, will that do you? Sure. Thank you. Now, what's wrong? I mean, what appear to be the symptoms? Well, I think you've heard them. I'm coughing. Is there any blood? Sometimes. Uh-huh. Okay, now here. Breathe. Again. Yeah. Let me see your tongue. Say ah. Ah. What is it? It's not good news. Well, I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Nine alpha. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease. And you'll be... Now, the best thing is rest and getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well. Yeah, wait. Let me get you a little bit more energy today.
Ja, Leute. Arthur hat Tuberkulose. Von dem Mister, der uns angehustet hat bei der Strauss-Mission. Ganz am Anfang des Spiels sogar. Als wir bei Valentine waren, also... Das ist schon echt krass, Leute. Das ist schon echt krass. Man hat auch während des Spiels mal gehört, wie Arthur manchmal gehustet hat. Sein Gesicht wurde immer schlimmer. Und einfach... Also, die Details schon wieder im Spiel, ne? Die Details schon wieder. Manchmal ist rumgehustet von Arthur. Das hat man einfach manchmal ein bisschen rausgehört auch im Spiel, ne? In den anderen Missionen auch. Und dann jetzt sowas. Eigentlich wollte ich es gar nicht aktivieren hier. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber... Dann kam diese Stelle hier. Egal, wie man es dreht und wendet, man kann es nicht vermeiden, leider. Das bricht mir zwar das Herz hier, aber ich kann es machen, leider. Er wird sterben, Arthur. Er wird sterben. Ist auch irgendwie klar, Tuberkulose ist in der damaligen Zeit was Krasses gewesen und Medizin hier im Wilden Westen, nee, Leute, nee. Also, das wird sehr schwer. Außer er ist ein Adliger oder ein Mensch, der hoch angesehen ist, aber Arthur ist ein Outlaw. Und ich glaube, die werden keine gute Behandlung bekommen. Das ist das Ding. Ah, das ist scheiße, Mann. Das ist absolut scheiße. Ich würde eigentlich hier hingehen, Leute. Zu dieser einen Markierung, die ich markiert habe. Ich hoffe, dir geht's besser, Arthur. Ich hoffe, dir geht's besser. Das wollte ich markieren, Leute. Hier. Hier ist irgendeine Botschaft. Untersuchen, genau. Mach das mal, Arthur. Mach das mal. Mysteriöse Nachricht. Das wollte ich aktivieren, Leute. Aber, ja, nichts anderes. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge dann auf jeden Fall die anderen Sachen hier... untersuchen hier. Ich trinke von der Jungfer und ich lebe erneut in den Toten. Das Herz des Rings aus Blut. Auch eine interessante Nebenmission, die wir auch machen werden in der nächsten Folge. Da würde ich sagen, Leute, traurige Folge leider. Gerne ein fetten Dank, dass es uns gefallen hat. Wir bist davon natürlich auch. Und da würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bleibt auf jeden Fall gesund. Ja, jetzt umso mehr. Ja, wir hören uns dann, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.